Recht herzlich willkommen zur 131. Folge von Grand Age Medieval. Ja, wir sind hier drin, haben hier 10 Armeen und 268, okay. So ein bisschen Geld haben wir noch. Wird auch mehr, glaube ich, 310. Ja, wird auch wichtig sein, dass wir da Geld kriegen, damit wir noch die eine oder andere Truppe kriegen können. Machen wir. Ne? Machen wir, ja, genau. Jetzt gehen wir erstmal Richtung hier und gucken erstmal nochmal danach, was da so Sache ist. Sicher. Ja, komm, zack, einmal rein. Kommt wer raus? Nicht wirklich, sind aber 63.000, die dort stehen. Da kommt ein Händler oder was war's? Gehe ich von aus, ne? Ja, müssen wir schauen. Da ist jetzt eine Truppe gekommen. Aber das war ein Speer wahrscheinlich. Gut, schauen, dass es besser wird. 280, 270. Momentan laufen nur Händler rein. Gucken, was wir da noch machen können. Ja, wie ist mit Truppennachschub? Unterhaltskosten können wir gerade nicht decken. Haben wir 380.000 da oben. Okay, da ist ein neuer Angriff. Aber der ist auch schon wieder vorbei. Auf geht's! Okay, die sind alle unterwegs. Und da gibt's noch wieder einen Angriff, aber der ist auch gleich schon. Das sind alles nur Speer oder was? 62,3 und jetzt hier ist unten ein größerer Kampf. Werden dann zurückgedrängt oder wie ist das? Und da gibt's jetzt auch einen Kampf. Das ist jetzt nicht gut. Bogenschützen. Landwehr. Hier geht gerade kaum was runter. Und hier ist der Kampf gerade nicht gut am Laufen. Die unteren Truppen sind alle geschlagen. Das hat ja gut geklappt. Das bedeutet, zack, wir können gehen. Das war ein Satz mit X, das war wohl nix. Ja. Wenn wir dann noch wegkommen, dann geht's. Sonst kannst du es vergessen. Eine Truppe wird leider im Stich da verloren. Ja, das war nix, ne? Jetzt haben wir hier 320. Und dafür haben wir jetzt hier kein rotes Ausrufezeichen mehr, ne? Wegen Unterhalt. Ja. Jetzt ist die Frage, was man macht, ne? Eigentlich müssen wir erst Geld sparen, das hat anders keinen Sinn. Okay. Was ist das? Da gibt's einen Warenhaufen. Okay, lass uns hier ein Pferd mal gerade bauen. Und mit denen sammeln wir Haufen ein, ne? Vielleicht bringt das ja Geld zueinander, ne? So, da haben wir da einen Warenhaufen nämlich und vielleicht ist hier auch noch irgendwo einer. Da müssen wir mal die Straße ablaufen, ne? Da ist irgendwie die Pest oder sowas. Das Seuche, okay. Da ist ein Obelisk. Ja, müssen wir mal gucken. Woanders waren ja auch noch irgendwelche Haufen. Hier war das eine ganze Zeit lang, wo da auch waren Haufen sahen, weil da die Ruine ist, ne? Müssen wir mal gucken. Ob wir da was einsammeln können. Ja, die kommen von hier rüber, ne? Muss man mal gucken. 400.000, okay. Warten noch drauf, dass die Einheit hier fertig wird. Wie lange ist die denn dran, ne? Okay, das dauert nicht mehr lange. Dann Händler mal begucken, wo der langläuft. Kriegt man den einen oder anderen Warenhaufen damit, aber so wie es aussieht, ist hier gerade keiner. Ist gerade wenig Geld da, ne? Wir hoffen, dass die Händler keine Negativgeschäfte machen, ne? Das wäre nämlich nicht so gut.
So, die Einheit ist fertig geworden. Aufsetzen! Okay, knapp 10.000, das war jetzt nicht besonders viel. Wird nicht lang dauern. Aber wir können ja trotzdem mal. Ah, da ist noch was. Wir reiten Haufen. Los. Nochmal 10.000. Da gibt's noch einen Haufen. 20.000 noch dazu, okay. Auf, auf! Kommt's denn hier hin? Was war das denn? Wieder ein Überfall? Ja. 100 Fässer geraubt. Von Sofia, westlich von Sofia. So gut wie da. So gut wie da, ja, ja. Aufsitzen! Westlich von Sofia. So gut wie da. Nochmal. Nordwestlich von Sofia, auf, okay. Auf, auf! Okay, hier ist nichts zu holen diesmal. So gut wie da. Auf, auf! Auf, auf! So, Sofia war hier unten. Aufsitzen! So, mal gucken, wo hier der Haufen vielleicht ist. Auf, auf! Aufsitzen! Ja, keine Ahnung, wo hier die 39 Kilometer sind, ne? So gut wie da. Wer ist das? Oh, sind mehrere Leute. Kriegen wir aber wohl hin. Ja. Sollte klappen. Sind Fernkämpfer. Muss nur aufpassen, dass nicht nur einer nachkommt, dann haben wir verloren. Ja, sieht jetzt gerade gut aus, ne? Wie, jetzt hat er Nachschub gekriegt, oder was? Na super. Ah, oh, das kann's doch jetzt nicht sein, oder? Jawohl! Mal schnell dahin und helfen. Ist gebongt. Aber da tut sich nichts mehr, ne? Die sechs sind verloren. Jetzt kommen da noch welche zu. Ja. Ist gebongt. Ja, das kannst du dann wieder vergessen. Noch eine Truppe verloren. Auf der Suche nach dem Geld verstorben, ne? Läuft, oder? Dann bilden wir hier noch eine Einheit aus. Und hier gibt es auch noch welche zum Ausbilden. Und die möchte ich jetzt aber nicht ausbilden. Bilden wir noch so einen aus. Knapp 400 haben wir. Ja. Da ist ein Obelisk. 110 Kilometer nordwestlich. Ah, der ist immer noch hier am Campen, oder was? Interessant. Unsere Bildenmeister sind da ganz schön stark. Einer nur noch. Der nimmt einige mit, ne? Krass, oder? Ja, jetzt hat er erst verloren. Gut, gut. So, irgendwo ist gerade einer wieder rausgekommen. Das muss ja hier oben gewesen sein, oder? Wo habe ich denn jetzt die Einheit gebaut? Da.
Das ist ein Schwertkämpfer, der da drin ist. Na, den lassen wir da sitzen. Die Reiterei braucht dich und die war hier, wenn, aber die dauert noch. Tja, war jetzt gerade nicht so erfolgreich, ne? Unser Ansturm. Wo ist das gewesen? Hier irgendwo. Jawohl! Boah, da sind sie schon wieder in den Kampf verwickelt, oder was? Luchse waren es diesmal, okay. Aber die kriegen wir kaputt. Da ist ein Bahnhof, den müssen wir gleich holen. Achtzehn Luchse noch. Zehn. Acht. Sieben. Sechs. Vier. Drei. Zwei. Einer und geschafft. Ist gebongt. Sicher. Aber nix, ne? 2000er. Machen wir. Wer ist denn eine Holzhütte eigentlich? Vierunddreißig Männer und dann ist unsere Einheit wieder voll. Das ist doch Auf cool, oder? geht's. Sicher. Ist hier irgendwo was? Ne, ne? Wer ist das? Gefiederter Tod. Auch schön. Unsere Truppen sind kräftig am Kämpfen. Kriegen wir aber hin, oder? Noch 12. Ach, er kriegt Verstärkung, du glaubst es nicht. Dann war es Auf das wieder, geht's. ne? Na, da kommen wir nicht mehr weg. Wieder eine Truppe verloren, toll. Die haben größeren Nachschub, ne? Definitiv. Und wir haben wieder weniger Geld, irgendwie 270 negative Geschäfte getrieben. Keine Ahnung, wo die so eine Kaspereien da machen, ne? Auch nicht darüber reden. Tja. Die können wir noch ausbilden. Hier mal zwei. Ein bisschen mehr Verteidigung haben. Sind ja nicht ganz so schlecht gewesen, ne? Naja. Gut, dann müssen wir mal gucken, dass wir ein bisschen mehr Geld kriegen. Das ist ja richtig mager da oben. 327 war gerade. Dann müssen wir schauen, dass das mehr wird und nicht weniger. Gerade sieht es wieder schlechter aus. Unter 300, jetzt über 300. Keine Ahnung, was das wird. Jetzt können wir so Truppen nicht bezahlen, steht da. Drei Einheiten haben wir gerade noch. Tja, schlecht ist es. Gut. Aber ich würde auch mal sagen, soll für die Folge erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.